Dann rufe ich auf den Tagesordnungspunkt 60. Antrag Aktuelle Stunde der FDP, Eigentumsförderung in Hessen. Mit dem Punkt 50, Antrag Fraktion der FDP, statt Volkseigentum, ein Volk von Eigentümern, Drucksache 20-8534, beginnt für die FDP der Kollege Dr. Stefan Haas. Bitte sehr. Herr Präsident, vielen Dank. Herr Präsident, meine sehr verehrten Damen und Herren, das eigene Haus, die eigenen vier Wände, das ist der Traum vieler Menschen, und das zu Recht. Denn die eigenen vier Wände, Wohneigentum, das ist und bleibt die beste Altersvorsorge gegen steigende Mieten und gegen Inflation. Aber, meine sehr verehrten Damen und Herren, wie ist es in Hessen? Wir haben eine relativ schwache Eigentumsquote mit 47%. Mehr Hessen wohnen zur Miete als Eigentum. Und wir sind deswegen auf Platz 8. Mittelfeld, wie hat Georg Büchner gesagt, eine bloße Mittelmäßigkeit in allen Dingen. Genauso ist es hier bei der Eigentumsquote in Hessen. Wir wollen, dass sich mehr Menschen den Traum vom Eigenheim erfüllen können. Aber wir sehen die Realität. Und wenn wir uns die anschauen und uns mal die Preise anschauen, dann sehen wir, dass das immer schwieriger wird. Die Preise sind in den letzten 10 Jahren um über 35%, und das sind Durchschnittszahlen. In Ballungsräumen ist es noch schlechter, noch dramatischer, um 35% gestiegen. Die Inflation ist im letzten Jahr im Bausektor um 14% gestiegen. Und da brauche ich noch gar nicht auf Sand, Kies und die Deponiekapazitäten hinweisen. Das sind die Beispiele, wo der Staat zu einer Verteuerung auch beiträgt. Die Zinsen haben sich in den letzten Wochen verdreifacht, von 0,9 für 10 Jahre fest auf 2,7. Das heißt, der Traum vom Eigenheim wird für viele immer, immer unrealistischer. Und das wollen wir so nicht akzeptieren. Denn der Staat nimmt gleichzeitig 2 Milliarden Grunderwerbsteuer ein. Er profitiert vom Erwerb einiger. Und ich glaube, wir müssen davon etwas zurückgeben. Jetzt werden Sie sagen, es gibt ja die entsprechenden Förderprogramme, auch der WI-Bank. Schauen wir uns die mal an. Da sind nämlich die Zahlen für den Eigentumserwerb auf niedrigem Niveau seit vielen Jahren rückläufig. Es gibt eine Ausnahme im Jahr 2020. Da haben wir mal 104 Wohneinheiten gehabt. 104 Wohneinheiten. Dafür hat sich der König der Presseerklärung auch sofort loben und feiern lassen. Aber in einem Jahr später war die Sache schon wieder rückläufig, denn 2021 sind es noch ganze 79 Wohneinheiten, die gefördert wurden. 79 Wohneinheiten. 8 Millionen Euro gibt das Land an Darlehen für die Förderung von Wohneigentum. Meine Damen und Herren, das ist deutlich zu wenig. Und ich kann Ihnen sagen, woran das liegt. Das liegt nicht an unattraktiven Zinsen im Marktumfeld, sondern das liegt zunächst einmal, Herr Minister, an einer Bearbeitungszeit von über 3 Monaten bei der WI-Bank. Und das, meine sehr verehrten Damen und Herren, das sind Zeiten, die aus der Welt gefallen sind. Und es liegt daran, dass bei der WI-Bank bis heute keine digitale Antragstellung möglich ist. Auch das ist aus der Welt gefallen. Und dann schauen wir uns einmal die Fördersummen an. 125.000 € ist die maximale Fördersumme. Glauben Sie, dass man mit 125.000 € in Hessen noch ein Haus oder eine Wohnung erwerben kann? Wahrscheinlich eher nicht, außer man kauft billig von der Nassauischen Heimstätte in Schotten. Da mag das noch gehen, Herr Minister. Und dann kommen wir zur Einkommensgrenze. Die liegt mittlerweile für diese Eigentumsförderung bei 36.000 € brutto. Wer soll da noch in den Genuss dieser Förderung kommen? Das sind deutlich zu wenig Menschen, meine sehr verehrten Damen und Herren. Und Herr Minister, deswegen sage ich das an dieser Stelle. Wir wünschen uns hier viel, viel mehr Engagement. Auf Ihre Steine kann man gerade nicht bauen. Wir wollen, dass die Förderbedingungen auf den Stand der Zeit gebracht werden, und das heißt kürzere Bearbeitungszeiten bei der WI-Bank, Digitalisierung der Programme, höhere Einkommensgrenzen, eine höhere Forderung.
Und auch verbesserte Zinskonditionen, jetzt werden Sie sagen, bei 0,6 kann man die nicht mehr verbessern. Das mag sein, aber auch aus 0,6 kann man noch 0,5 und 0,4 machen. Und ich glaube, das wäre ein wesentlicher Beitrag, auch hier in Hessen die Eigentumsquote zu steigern. Meine sehr verehrten Damen und Herren, ich komme zum Schluss. Wir wollen Eigentum schaffen. Und wir wollen, dass es möglichst viele Menschen mit Eigentum gibt. Und deswegen gilt der alte Satz, wir brauchen nicht zuerst Volkseigentum, sondern wir brauchen ein Volk von Eigentümern. Herzlichen Dank für Ihre Aufmerksamkeit. Herzlichen Dank, Kollege Dr. Naas. Nächste Rednerin ist die Frau Kollegin Förster-Hettmann, BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN. Sehr geehrter Herr Präsident, geschätzte Kolleginnen und Kollegen! Herr Dr. Naas, ich habe mich gerade gefragt, für wen verkünden Sie eigentlich immer Ihre Analysen? Weil über die Analysen sind wir uns doch in den Debatten, in den vergangenen Debatten längst einig. Ich habe vermutet, Sie machen es für die Kamera, damit Sie dann sozusagen öffentlich verkünden können über Ihre qualifizierten Analysen. Aber das nur nebenbei. Ich fange mal an mit Ihrem Antrag, und da ist ja ganz vorneweg der Begriff der Freiheit. Und da will ich Ihnen nur sagen, der Begriff der Freiheit hat sich in den letzten Jahrzehnten stark verändert. Und es hat nicht unbedingt etwas damit zu tun, Freiheit in Zusammenhang mit Eigentum zu setzen, weil da könnte ich nämlich auch genauso dieses alte Sprichwort bringen, Besitz belastet. Und deswegen will ich mich damit nicht aufhalten. Und ich sage Ihnen eins, richtig ist sicher, dass Wohnen eine insgesamt sehr individuelle Angelegenheit ist. Und die Bereitstellung von Wohnraum ist das Ziel dieser Koalition und ist das Ziel dieser Landesregierung. Und dabei ist es wichtig, die regionalen Unterschiede auch genau zu berücksichtigen. Eigentum im ländlichen Raum sieht anders aus als Eigentum in Ballungsräumen. Schwalm-Eder ist nicht Frankfurt. Das ist auch gut so, will ich hiermit betonen. Und Wohnträume und Wohnräume sind eben ganz unterschiedlich. So wie sich unser Alltag verändert hat, hat sich auch unser Umfeld verändert. Und vor allem anderen haben sich auch die Lebensbedingungen verändert. Und das Leben ist hektischer geworden. Viele Menschen wechseln ihre Stelle. Und nicht jeder träumt vom Eigentum. Und so ist unser Problem doch das, dass wir Eigentum gerade in den Ballungsräumen als Invest sehen müssen oder einfach wahrnehmen müssen, dass manche Menschen, die es sich leisten können, eben die Immobilien benutzen, um ihr Geld sicher anzulegen. Wird von mir nicht kritisiert. Ich sage nur, es ist so. Ich will sagen, Wohnen ist nicht gleich Wohnen und Eigentum ist nicht gleich Eigentum. So, verblüfft hat mich Ihre Forderung in dem Antrag für mehr Werbung für die Wohneigentumsförderung zu machen, wo Sie doch schließlich einer der glühendsten Anhänger von der Öffentlichkeitsarbeit und des Wirtschaftsministers sind, haben wir ja in der Vergangenheit schon öfters gehört. Aus meiner Erfahrung funktioniert es auch nicht so, dass jemand sagt, hallo, da ist ein Fördertopf, da könnte ich doch mal drüber nachdenken, ob ich vielleicht Eigentum erwerbe. Genauso funktioniert es ja nicht. Sondern die Leute, die sich überlegen, ja, das ist für mich das richtige Modell, ich möchte prüfen, ob das für mich in Frage kommt, informieren sich natürlich umfassend. Und dann kommt auch dort die WIBAG ins Spiel, nämlich als die Ergänzungsbank für die Hausbank, als die Bank, die ein nachrangiges, also in der Wertung nicht falsch verstehen, die einen nachrangigen Kredit gewährt, als Ergänzung zu dem, was die Hausbank bereit ist zu leisten. Und im städtischen Umfeld ist es eher die Aufgabe der Bauträger, eine Mischung aus Eigentum und gefördertem Eigentum anzubieten. Und ich kann Ihnen nur eins sagen, dafür braucht man keine Werbung zu machen. Das ist sozusagen der Selbstläufer.
Und Eigentumsförderung im ländlichen Raum hat eine besondere Bedeutung. Hier sind die Menschen sehr viel mehr ortsbezogen. Sie sind sehr viel mehr verbundener mit ihrem Umfeld. Und häufig sind sie auch bewusst dahingezogen, weil ihnen das besonders wichtig ist. Und damit machen wir ja auch aufmerksam auf den Unterschied zwischen Stadt und Land. Und deswegen ist es ganz besonders wichtig, im ländlichen Raum die Eigentumsförderung zu platzieren, weil wir hier mit dem Mietwohnungsbau eben weniger Bestandshalter haben. Und so haben wir die Möglichkeit, weil gerade diese WI-Bank-Finanzierung auch die Möglichkeit ergibt, Bestand zu erwerben, dass es eben wie so eine Art Anker in unseren Dörfern und Gemeinden wirken kann und dass es eben darum nicht geht, quasi ein Baufeld um einen leeren Ortskern zu gestalten, sondern es geht darum, eben diese klassischen, diesen alten Strukturen zu erhalten und anderen Menschen quasi die Sicherheit zu geben, hier könnt ihr investieren. Und nun zur Digitalisierung. Ich bin grundsätzlich immer für Digitalisierung. Es gibt überhaupt keinen Grund, das in irgendeiner Weise in Abrede zu stellen. Ich glaube nur, dass die Forderung nach Digitalisierung in Ihrem Antrag irgendwie das Ziel verfehlt. Sie haben es ja eben gerade gesagt, Antrag kann man nicht digital stellen. Ich glaube, das ist ein nachrangiges Problem, ehrlich gesagt. Damit müssen wir uns nicht beschäftigen, weil das wird automatisch so kommen. Weil die Anforderungen an jemanden, der Eigentum erwerben will, der das Geld sozusagen nicht in der Hosentasche hat, sondern gucken muss, wie kriege ich das mit all meinen Bedingungen zusammen, die sind doch enorm hoch. Und damit kann man nicht unbedingt sagen, dass Digitalisierung der Hinderungsgrund ist. Aber darüber streiten wir uns nicht. So, was wollen wir? Wir wollen Pate sein, dass möglichst viel Wohnraum entsteht auf möglichst wenig Raum. Und das sowohl in der Stadt als auch auf dem Land. Und da geht es nicht um besonders hohen Standard, sondern es geht um besonders hohen Standard in der Nutzerfreundlichkeit, eben mit guten Quartieren, in denen es sich gut leben und vor allen Dingen auch gut arbeiten lässt. Und Frau Kollegin, Sie müssen zum Schluss kommen. Ein Baustein ist die Eigentumsförderung. Und dann überspringe ich einiges. Und wir wollen Wohnraum schaffen und letztendlich ganz viel anbieten. Das ist das, was wir machen müssen. Und es nützt wenig, noch mehr Geld in diesen angeheizten Markt hineinzupumpen, sondern es geht darum, viel Wohnraum zu schaffen. Und da nutzen wir die WI-Bank, die hilfreich denjenigen zur Seite stehen kann, die sich diesen Traum erfüllen wollen. Vielen Dank fürs Zuhören. Vielen Dank, Frau Kollegin Meister Heldmann. Nächste Rednerin ist Frau Kollegin Elke Barth, SPD-Fraktion. Bitte sehr. Herr Präsident, meine Damen und Herren! Kleiner Exkurs zum Thema gute Laune. Wenn ich mal die Redebeiträge meiner Vorrednerin und meine Vergleiche, bin ich eigentlich der Meinung, ich habe doch grundsätzlich die bessere Laune, oder? Ja, liebe Kolleginnen und Kollegen, ich würde gerne noch einmal etwas zum Thema sagen. Ja, auch die SPD ist der Meinung, dass die Förderbedingungen der WI-Bank im Bereich Wohnungsbau nicht mehr auf der Höhe der Zeit sind. Das ist absolut 100% korrekt. Allerdings frage ich mich, wer sich überhaupt unter Inanspruchnahme des Hessendarlehens noch den Kauf eines Eigenheims leisten soll. Sie müssten, Stefan Naas hat das eben schon richtigerweise gesagt, für dieses Programm, ich erinnere, 36.000 € bei einem Einpersonenhaushalt, ich füge hinzu, maximal Einkommensgrenze bei einem Zweipersonenhaushalt sind 60.000 €. Sie müssten diesen Betrag eigentlich schon verdoppeln, damit eine Familie im Rhein-Main-Gebiet überhaupt zum einen anspruchsberechtigt aber ist und zum anderen auch aber überhaupt in der Lage, sich mit diesem verfügbaren Einkommen überhaupt ein Haus im Ballungsraum leisten zu können. Und 15% Eigenkapital, Frau Förster-Heldmann, muss da auch noch sein. Das heißt,
In der jetzigen Ausgestaltung können Sie mit diesem Hessendarlehen keinen Hund hinter dem Ofen vorlocken. Allerdings sieht man bei diesem Antrag auch sehr schön, welche Partei sich um welche Klientel kümmert. Während die FDP sich um die wenigen kümmert, die sich überhaupt gerade im Ballungsraum noch Wohneigentum leisten können, früher waren das ja durchaus breitere Bevölkerungsschichten, die sich Häuser leisten können, geht es der SPD aktuell um die Tausenden von Mietern, die keinen bezahlbaren Wohnraum finden. Denn die meisten Wohnbauförderprogramme, meine Damen und Herren, der WIBank sind für den sozialen Wohnungsbau, für Menschen mit kleinen und mittleren Einkommen, für Studenten, für all diejenigen, die sich die hohen Mieten hier einfach nicht mehr leisten können. Und hier, meine Damen und Herren, ist Handlungsbedarf inzwischen derart gravierend, auch in Anbetracht von Inflation und gestiegenen Energiekosten, dass wir diese Woche auch einen Antrag in den Geschäftsgang gegeben haben, den wir aber noch einmal separat aufrufen werden, unter der Überschrift »Es ist 11:05 auf dem Wohnungsbau«. Und genau diese Worte hat auch der Vorsitzende des Verbands der südwestdeutschen Wohnungswirtschaft in der letzten WIBank-Sitzung des Beirats Wohnungsbau, Herr Kollege Naas, wir waren dort gemeinsam, gebraucht. Und, bitte zuhören, hat dringend angemahnt, dass wir umgehend und nicht erst 2023 die Förderprogramme der aktuellen Entwicklung auf dem Wohnungsbau anpassen müssen. Rheinland-Pfalz hat das jetzt übrigens gerade gemacht, jetzt und nicht erst im nächsten Jahr. Denn mit den aktuellen Förderbedingungen, meine Damen und Herren, können die hessischen Wohnungsbaugesellschaften unter den extrem verschärften Rahmenbedingungen nicht mehr arbeiten. Die Baugenehmigungen gehen schon zurück, Projekte werden zurückgestellt oder sogar ganz gecancelt. Warum? Wir haben es dort erfahren. Die Förderkulissen sind viel zu eng gestrickt. Darlehensbeträge sind viel zu niedrig und liegen übrigens weit unter denen anderer Bundesländer, Herr Staatsminister Al-Wazir, auch wenn Sie jetzt etwas kritisch gucken. Und auch die Einkommensgrenzen sind viel zu niedrig. Sie haben zwar endlich eingesehen, dass Sie nur mit Förderzuschüssen und nicht mit zurückzuzahlenden Darlehen attraktive Bedingungen schaffen, aber auch die Zuschusshöhe von maximal 40% ist bei den aktuellen Baupreisen einfach schon wieder zu niedrig. Ihre Programme für Studentenwohnen werden kaum nachgefragt. Auch hier sind andere Bundesländer investitionsfreundlicher, z. B. Bayern. Deshalb, ja, die Förderprogramme der WIBank müssen auf den Stand der Zeit gebracht werden, Konsens mit der FDP. Aber den Schwerpunkt sollten Sie dabei bitte auf den Mietwohnungsbau legen, denn dort ist es 11:05. Vielen Dank, Kollegin Barth. Das Wort hat der Abg. Schulz, AfD-Fraktion. Verehrtes Präsidium, verehrte Kollegen, ich möchte heute mit einem historischen Exkurs beginnen. Im London des 18. Jahrhunderts gab es einen Mann namens Jonathan Wild. Er war ein Bandit, ein Taschendieb und Zuhälter, und er landete mehrmals im Gefängnis. Das war damals nichts Unübliches, aber der Grund, aus dem er so bekannt wurde, ist ein anderer. Denn er schaffte es, trotzdem als rechtschaffener Bürger zu gelten. Seine geniale, aber natürlich sehr perfide Idee war, er bot sich der Polizei als Helfer an. Er sagte, er hätte seine kriminelle
Phase überwunden und er wolle jetzt seine Kenntnisse der anderen Seite, der guten, gesetzestreuen Seite, zur Verfügung stellen. Das tat er dann auch, aber ohne seine kriminellen Machenschaften zu beenden. Er führte also ein Doppelleben. Er gründete eine Sicherheitsfirma und beschäftigte dafür ehemalige Diebe, die in seinem Auftrag unbescholtene Londoner Bürger bestahlen, um ihnen dann zu helfen, die von ihnen selbst geklauten Wertgegenstände wieder zu erlangen. Herr Dr. Nasser, es geht nicht nur um Wohnungsbau, sondern über die Förderung. Ja? Das ist ein großer Unterschied. So, natürlich erhielt er im Gegenzug immer eine Provision, also Finderlohn. Dadurch häufte er sagenhafte Reichtümer an und galt als ehrbarer Bürger mit einem sehr guten Ruf. Denn er half den Menschen, wieder an die Wertsachen zu kommen. Dr. Naas, hören Sie zu. Jonathan Wild endete am Galgen. Denn natürlich flog irgendwann einmal alles auf. Und ich warte auf den Moment, wo auch die landeseigenen Banken als Variation von Jonathan Wild auffliegen werden. Denn die Landesregierung und Wirtschafts- und Infrastrukturbank Hessen tut nichts anderes als Jonathan Wild. Sie bietet den Bürgern zwar Kredite zu geringfügigen besseren Konditionen als private Geschäftsbanken an, aber das Geld, das der Bürger dabei spart, muss er ja mit den eigenen Steuern wieder zurückbezahlen bzw. hat das mit seinen Steuergeldern schon vorfinanziert. Sagen wir einfach gerade heraus, wie es ist. Die WIBank war von Anfang an ein Konstruktionsfehler. Die WIBank ist darüber hinaus ein Bürokratiemonster. Ich wage kaum zu fragen, in welcher Relation die vom Land getragenen Personalkosten zu den realen Ersparnissen der Bürger stehen. Die Antwort auf diese Frage wäre erschreckend, so viel ist sicher. Und die FDP will dieses Monster trotzdem weiter aufblähen durch Digitalisierung, durch Anhebung der Einkommensgrenzen, sogar durch eine PR-Kampagne. Und das alles auf Kosten der Steuerzahler. Und wir als AfD sind entschieden dagegen. Die FDP war eigentlich immer gegen solche staatliche Förderbanken. Sie bedeuten zusätzliche Bürokratie. Und wenn man dergleichen abschafft oder darauf verzichtet, dann kann man sich den ganzen Apparat sparen und dem Bürger Steuerzahlungen ersparen. Die FDP ist aber leider eine klassische Umfallerpartei. Im Wahlkampf klauen sie uns die Themen und Argumente, aber nach der Wahl setzen sie nichts davon um. Das war sogar schon so, als es von uns die AfD noch gar nicht gab. Ich erinnere hier bloß einmal an die Bundestagswahl von 2009 und die Steuersenkungen, die Westerwelle versprochen hat, ohne jemals umzusetzen, bis auf das korrupte Mövenpick-Gesetz natürlich. Es gibt leider nur eine Partei in Deutschland, die wirklich und nicht nur während dem Wahlkampf für Freiheit steht, für Bürokratieabbau, für Unternehmergeist und für Eigenverantwortung. Und das sind wir. Das ist die Alternative für Deutschland. Wenn Sie, liebe Kollegen von der FDP, wirklich etwas für die Eigentümer machen wollen, dann haben Sie heute Nachmittag die historische Chance, unserem Antrag zur Gewerbesteuer zuzustimmen. Ich hoffe, dass Sie das tun werden. Herr Schulz, kommen Sie bitte zum Schluss. Ja, ich bin jetzt am Ende angelangt. Vielen Dank. Für die CDU-Fraktion hat sich nun Herr Kasseckert zu Wort gemeldet. Frau Präsidentin, meine sehr geehrten Damen und Herren!
Ich will versuchen, den Blick in der Tat mal auf das Thema zu richten, das die FDP hier vorgetragen hat, die Eigenheimförderung oder die Steigerung der Wohneigentumsquote. Und ich will ausdrücklich sagen, dass, und das finden Sie auch in unserem Koalitionsvertrag, dass das ein Thema ist, das wir nach den ganzen Diskussionen in den vergangenen Monaten und Jahren über die Mietwohnungssituation, und Frau Barth hat ja auch sehr schnell in ihrem Redebeitrag, und damit wird deutlich, was ihr Schwerpunkt ist, aber in ihrem Redebeitrag sehr schnell das Thema verlassen und die Forderung hinsichtlich mehr Mietwohnungen oder besseren Bedingungen für Mietwohnungen aufgetragen. Aber hier geht es eigentlich um etwas anderes. Hier geht es darum, Menschen Eigentum zu ermöglichen. Hier geht es darum, dass Menschen, die das Ziel haben, ein Eigenheim zu errichten und damit auch verbinden am Ende natürlich ein Stück Altersvorsorge, ein Stück Alterssicherung für sich selbst vorzunehmen und sich mehr oder weniger unabhängig zu machen, vielleicht auch von Transferleistungen des Staates. Und deshalb will ich deutlich sagen, dass in dem Antrag der FDP-Fraktion, zumindest in den ersten drei Ziffern, wenn ich das so sagen darf, glaube ich, weite Teile dieses Hauses zustimmen können. Dass die FDP dem zustimmt, ist klar. Aber ich glaube, dass es überhaupt keinen Dissens darüber geben muss, dass wir in den letzten Monaten eine starke Baukostensteigerung erkennen mussten, die dazu geführt hat, dass viele zurückhaltend sind. Es ist überhaupt kein Dissens darüber, dass das Zinsumfeld in den letzten Jahren, das niedrige Zinsumfeld in den letzten Jahren dazu geführt hat, dass unsere Förderungen, unsere Programme weniger nachgefragt wurden, weil eben viele, die ihr Eigentum oder ihren Traum vom Eigentum verwirklicht haben, auf dem Kapitalmarkt günstiger oder vielleicht zu den gleichen Konditionen finanzieren konnten. Also von daher gibt es eine Beziehung. Und wenn ich mal sehe, was wir in den letzten 10, in den letzten 20 Jahren sogar insgesamt an Förderung zur Verfügung gestellt haben, dann kann man sehr genau sehen, dort, wo die Zinsen hoch waren, waren die Zahlen unserer Förderungen hoch. Dort, wo die Zinsen niedrig waren im Marktumfeld, sind die Zahlen unserer Förderungen niedrig. Jetzt steigen die Zahlen. Jetzt steigen die Zinsen. Und deshalb werden wir natürlich darauf achten müssen, zu sagen, wie gehen wir mit unseren Programmen auch der WI-Bank um. Im Moment sehen wir keine Notwendigkeit oder keine Unruhe, die wir verbreiten müssten, dass wir sagen, die Programme sind nicht passgenau. Und deshalb will ich auf zwei, drei Dinge hinweisen, die vielleicht auch ein Trugschluss sind, weil hier eben auch die Zahlen genannt wurden, was die Darlehenshöhe betrifft, die sich ja zwischen 90.000 und 125.000 Euro im Neubau oder im Bestandsbau belaufen. Und irgendjemand hat vorhin die Frage gestellt, kann man denn mit 90.000 oder 125.000 Euro tatsächlich seinen Traum vom Eigenheim erfüllen? Das ist mitnichten so. Deshalb muss deutlich gemacht werden, dass die Finanzierungen der WI-Bank keine 100%-Finanzierungen sind. Die Finanzierungen der WI-Bank oder die Förderprogramme der WI-Bank sind Zuschüsse, sind Hilfen, sozusagen auf dem letzten Stück vielleicht eine Lücke zu schließen zu günstigen Konditionen. Und deshalb wollen wir es nicht mit der Gießkanne ausschütten, sondern denen helfen, die es am meisten brauchen. Wir wollen deshalb auch festhalten an diesen Einkommensgrenzen, die im Übrigen ja jährlich bzw. alle drei Jahre dynamisiert werden. Sie werden zum 1. Januar 2023 dynamisiert. Aufgrund der Indexierung der letzten drei Jahre wird das ein großer Sprung werden. Also die Einkommensgrenzen gehen deutlich nach oben. Aber am Ende muss natürlich eine WI-Bank auch eine Risikobewertung vornehmen. Und deshalb, glaube ich, sollten wir das Kind nicht mit dem Bade ausschütten. Wir bekennen uns dazu, dass wir neben bezahlbaren Wohnraum im Mietwohnungsraum eben auch Eigentumsförderung vornehmen wollen. Die Programme der WI-Bank bilden dafür eine Grundlage, nicht nur sozusagen das Eigenheim, sondern eben auch über genossenschaftliche Möglichkeiten, sich daran zu beteiligen, Eigentum zu erwerben. Das ist die Grundlage unserer Förderprogramme. Wir werden die Preisentwicklung der Baulandpreise auf der einen Seite, aber auch die Preisentwicklung der Baukosten im Auge haben. Herr Dr. Naas, lieber Stefan, wir haben ja auch im Beirat der WI-Bank darüber gesprochen, dass wir der WI-Bank durchaus ermöglichen wollen, eben auch an den Markt heranzutreten mit vernünftigen Konditionen. Das aber muss bankintern bewertet werden, das muss aufgestellt werden. Es ist keine politische Entscheidung, die dieser Landtag hier zu treffen hat. Insofern ein klares Bekenntnis zur Eigentumsförderung. Die letzten drei Punkte Ihres Antrages, dass die Landesregierung an dieser Stelle tätig werden soll, das tragen wir so nicht mit. Deshalb können wir dem Antrag der FDP-Fraktion nicht zustimmen. Aber wir wollen deutlich machen, dass uns auch die Eignungsförderung hier in diesem Haus sehr wichtig ist. Vielen Dank.
Für die Linken bitte ich nun Herrn Schalauske ans Rednerpult. Frau Präsidentin, meine Damen und Herren! Es mag Sie ja durchaus verwundern, wenn ich sage, die Freien Demokraten haben recht. Der Erwerb von Wohneigentum ist für die übergroße Mehrheit der Hessinnen und Hessen in der Tat nicht leistbar. Es wird Sie allerdings nicht verwundern, dass unsere Zustimmung oder unsere Gemeinsamkeiten bereits dann bei diesem Punkt auch enden. Weil warum ist denn das eigentlich so? Darüber ist wenig gesprochen worden, doch nicht allein wegen steigenden Baukosten und auch nicht allein wegen veränderten Zinskonditionen, sondern es hat auch etwas damit zu tun, dass in den letzten Jahren und Jahrzehnten Niedriglöhne, Langzeitarbeitslosigkeit, Befristungen das Leben für viele Menschen unsicherer und unplanbarer gemacht haben und dass sich aufgrund dieser Politik immer weniger Menschen ihr Traum von einem Eigenheim oder Eigentum erfüllen können. Und was Sie auch nicht im Blick haben, ist, dass für viele Menschen dieser Traum ohnehin nie real war, aufgrund von geringem Einkommen, von Jobcenter und dem täglichen Kampf um ein würdevolles Leben, raus aus dem würdelosen Leben hin zu einem würdevollen Leben. Und all diese Menschen haben Sie nicht im Blick. Diese Probleme muss man aber in den Blick nehmen. Und da hilft es auch nicht, über die ein oder andere Verbesserung bei den Förderkonditionen der WIBank zu diskutieren, sondern da geht es um die Frage, wie kann man soziale Sicherheit und ein gutes Einkommen für die Mehrheit der Menschen in diesem Land organisieren. Und dann ist die Frage ein großer Preistreiber. Ja, bei dem Kauf von Immobilien sind ja die Grundstücke. Warum können sich eigentlich viele Menschen keine Grundstücke leisten? Ja, weil Grund und Boden in den letzten Jahren und Jahrzehnten immer weiter privatisiert worden ist, zu einem Spekulationsobjekt geworden ist, weil Grund und Boden nicht vermehrt werden können und weil dadurch die Privatisierung von Grund und Boden Bodenspekulation Tür und Tor geöffnet hat. Und das sollte ja eine Partei, die sonst immer vorgibt, auch für Leistung zu sein, doch wirklich in Sorge bereiten, wenn mit leistungslosen Gewinnen durch Bodenspekulation sehr wenige Menschen sehr, sehr reich werden und damit auch die von Ihnen angestrebten Ziele konterkarieren. Und worüber Sie ja gar nicht gesprochen haben mit Ihrem Antrag und in der Aktuellen Stunde ist, dass mehr als die Hälfte aller Hessinnen und Hessen den Anspruch auf eine geförderte Sozialwohnung haben. Auch darüber müssen wir reden. Mehr als die Hälfte der Hessinnen und Hessen hat einen Anspruch, weil eben die Umverteilung von unten nach oben dazu geführt hat, dass immer mehr Menschen immer weniger zum Leben haben. Und auch, weil die Politik vor einigen Jahren auf die Idee kam, dass die Wohnungsversorgung, dafür soll die öffentliche Hand nicht mehr zuständig sein. Das können doch auch allein Private unternehmen. Und diese falsche Politik, die fällt uns jetzt auf die Füße. Denn die Versorgung von Wohnraum, die ist viel zu wichtig, als dass man sie allein dem Markt überlassen darf. Ja, und deswegen, wenn man über die Probleme bei der Wohnungsversorgung in Hessen sprechen will, dann müssen wir eben über das Problem der mangelnden Versorgung mit bezahlbaren Mietwohnungen sprechen. Wir haben da als Linke immer wieder auch einen konkreten Vorschlag gemacht. Wir müssen die Sozialwohnungsgesetzgebung, die ja auch novelliert werden soll, da brauchen wir eine neue Säule von öffentlichen Fördermitteln, die vor allem öffentlichen und genossenschaftlichen Trägern zugutekommen, auch mit ausreichenden Zuschüssen, um klimagerecht, um barrierefrei bauen zu können und eben dafür sorgen, dass auch lange Bindungen gewährleistet sind, weil wir brauchen das Prinzip, einmal sozial gebaut, muss auch dauerhaft sozial gebunden sein, damit es nicht am Ende zu profitablen Mitnahmeeffekten führt. Und worüber wir auch nicht gesprochen haben, ist doch, wir leben in einer Zeit, in der es die Lebensmittel, die Energiepreise explodieren. Menschen in Hessen sich fragen, wie sie mit der Miete Strom und Brot, wie sie das alles auf Dauer bezahlen sollen. Und da spricht die FDP über die
kleinere Verbesserungen bei den Kreditkonditionen. Und da kann man doch sagen, in Anlehnung auch an Marie Antoinette, was Sie den Leuten empfehlen ist, wenn Sie keine bezahlbare Wohnung finden, dann bauen Sie doch einfach ein Haus. Und das ist leider für viele Menschen absurd und realitätsfern, zeigt aber noch einmal, auf welcher Seite die FDP an der Stelle steht, nämlich auf der Seite der wenigen, die sich das leisten können, und nicht auf der Seite der vielen, die dringend auf bezahlbare und soziale Mietwohnungen angewiesen sind. Und da will ich zum Ende meiner Rede ja noch einmal an eine Zahl hier in Erinnerung rufen aus den letzten Tagen. In Darmstadt sind die Mieten allein in den letzten 4 Jahren um 17% gestiegen, während die Löhne im gleichen Zeitraum nur um 5% gestiegen werden. Steigende Mieten fressen den Leuten die Lebensgrundlagen auf. Und wenn wir von einem Volk von Eigentümern reden, dann schauen Sie sich die Eigentümerstruktur auf den Wohnungsmärkten an. Vonovia hat ja da zuletzt ein gutes Beispiel gegeben. Mit Hunderttausenden Wohnungen sollen die Mieten steigen in dieser schwierigen Zeit. Das nützt vor allem der Rendite der Aktionäre. Das ist eine Politik, die Sie am Ende forcieren. Die lehnen wir als Linke ab. Mehr bezahlbares Wohnen braucht dauerhaft gebundene soziale bezahlbare Wohnungen. Für die Landesregierung erteile ich Herrn Staatsminister Tarek Al-Wazir das Wort. Vielen Dank, Frau Präsidentin. Meine sehr verehrten Damen und Herren, wir diskutieren in regelmäßigen Abständen hier das Thema Wohnen. Und das hat natürlich etwas damit zu tun, dass ein sicheres und bezahlbares Zuhause für jeden und jede in dieser Gesellschaft existenziell ist. Und deswegen ist und bleibt es das Ziel der Landesregierung, alles dafür zu tun, dass wir auf den hessischen Wohnungsmärkten spürbar vorankommen. Das ist, wenn ich das mal so sagen darf, vor die Klammer gezogen. Und ich hoffe, dass wir das hier auch alle teilen. Das Zweite ist, wir kommen voran auf dem Wohnungsmarkt. Wir haben eine hohe Zahl an Fertigstellungen, auch weiterhin. Und natürlich machen wir uns Sorgen über die Frage, wie das mit Baukostenpreissteigerung, Materialmangel, Lieferengpässen und so weiter vorangeht. Aber wir können festhalten, wir sind insgesamt ein gutes Stück vorangekommen. Wir sind vorangekommen bei den sozial geförderten Mietwohnungen, Herr Kollege Schalauske. Letztes Jahr erstmals wieder mehr Sozialwohnungen als im Jahr davor. Das war jahrzehntelang ein ständiger Trend nach unten. Und wir haben die Trendwende in diesem Bereich geschafft. Insofern ist das eine gute Nachricht. Und das hat natürlich auch etwas damit zu tun, dass wir die Förderbedingungen in diesem Bereich deutlich verbessert haben. Und wir haben auch Was sind Sie denn alle so aufgeregt heute? Gut, ich sag's ja nur. Und wir haben die Förderbedingungen. Und wir haben die Förderbedingungen. Wir haben die Förderbedingungen auch im Bereich der Eigentumsförderung deutlich verbessert. Wir haben 2019 und 2020 die Richtlinien für Neubauförderung und Bestandserwerb zusammengeführt. Wir haben die Förderung vereinfacht, meine sehr verehrten Damen und Herren. Wir haben die Zinsbindung von 10 auf 20 Jahre verdoppelt und gleichzeitig in 2 Schritten die Zinsen gesenkt auf 0,6% im Jahr. Und das Ganze als nachrangiges Darlehen. Das heißt, das Land Hessen bietet an in der sozialen Eigentumsförderung ein nachrangiges Darlehen zu 0,6% Zins für 20 Jahre. Und das ist ein Angebot, meine sehr verehrten Damen und Herren, das wirklich von den Bedingungen her kaum noch zu verbessern ist. Die Nachrangigkeit sorgt sogar dafür, dass die Konditionen bei den Hausbanken oder Kreditvermittlern noch besser werden können. Warum? Warum ist das trotzdem vergleichsweise selten angenommen worden? Das gibt eine ganz einfache Erklärung dafür, weil die Zinsen im Markt in einer Art und Weise niedrig waren, wie wir das noch nie gesehen haben, und deswegen der Vorteil kaum noch spürbar war, meine sehr verehrten Damen und Herren. Deswegen bin ich mir sicher, dass in der Sekunde, wir erleben ja seit Ende Dezember ungefähr eine deutliche Zinssteigerung, wir sind inzwischen im Bereich 2,6, 2,7%, in dieser Sekunde
wird natürlich die Förderung des Landes Hessen über die WI-Bank wieder sehr attraktiver werden. Deswegen gehe ich mal davon aus, dass die Zahlen da auch wieder steigen werden. Und dementsprechend ist klar, wir werden an diesen Bereichen ein Angebot, das wir haben, auch weiter zur Verfügung stellen. Und diejenigen, die es ermöglichen können, die sozusagen es annehmen können, die sind herzlich eingeladen, das auch zu tun, meine sehr verehrten Damen und Herren. Aber es ist ein Bereich der Eigentumsförderung, der Teil der sozialen Wohnraumförderung ist. Wir geben keine Zuschüsse aus Staatsmitteln für alle, sondern innerhalb bestimmter Einkommensgrenzen. Und ja, da kann man dann den Single-Haushalt nehmen, aber in welcher Phase sind denn Menschen in der Überlegung, ob sie sich Eigentum anschaffen, in Anführungszeichen, ob sie, wird ja hier der Traum vom Eigenheim, ist ja zwei-, dreimal erwähnt worden, und deswegen kann ich Ihnen sagen, momentan ist es so, dass das Haushaltsbruttoeinkommen einer Familie mit zwei Kindern nach aktuellen Einkommensgrenzen etwa 86.600 € im Jahr betragen kann. Zu sagen. Unterhalb dieser Grenze hat man einen Anspruch auf einen solchen Kredit, der übrigens, Herr Kollege Kasseckert hat es gesagt, nicht die Komplettfinanzierung sichern soll, sondern einen Teil der Finanzierung sichern soll. Und deswegen ist klar, wenn man sich diese Summe mal betrachtet und als Jahreseinkommen sich anschaut, dann ist das sicherlich nicht so, dass wir da in Anführungszeichen nur 10 oder 20% der Gesellschaft damit bedienen. Und wer denkt, dass das quasi schon Armut ist, der hat vielleicht kein Verständnis dafür, wie eigentlich die Einkommenssituation in der Bevölkerung insgesamt so ist, meine sehr verehrten Damen und Herren. Und deswegen, ja, wir werden uns auch die Einkommensgrenzen anschauen. Die Einkommensgrenzen werden regelmäßig angepasst, alle 3 Jahre nach dem statistischen Index. Das nächste Mal wird das sein zum 1. Januar 2023. Und deswegen bin ich mir auch sicher, auch gerade angesichts der aktuellen Inflation, dass auch da mit einem spürbaren Anstieg zu rechnen ist. Ein letzter Punkt, den ich nennen will zur Eigentumsförderung. Herr Kollege Naas, ich kenne ja, also ich habe ja auch ein gewisses Verständnis, war ja auch lange in der Opposition, dass man alles Mögliche versucht. Aber wissen Sie, wenn im Beirat der WI-Bank, in dem Sie und Kollegin Barth sind, am 20. Mai gesagt wird, in Zukunft wird der Antrag digitalisiert, und am 24. Mai stellen Sie einen Antrag und fordern die Regierung auf, dass der Antrag digitalisiert wird, dann kann ich Ihnen nur sagen, das ist jetzt also die feine englische Art ist das nicht, aber bitte sehr. Ich wollte nur sagen, ich habe das jetzt mal hier erwähnt, weil wenn es dann digitalisiert wird, möchte ich nicht, dass Sie dann eine Presseerklärung machen und sagen, es hätte an Ihrer Forderung gelegen. Aber das Herr Tariq Al-Wazir, lassen Sie eine Zwischenfrage zu? Ich bin schon zu lang. Ich will einen letzten Punkt sagen, weil wir momentan auch über die Frage reden, was wir insgesamt noch tun können an Förderung. Sie wissen vielleicht, dass wir im Bund eine Klimamilliarde von der Bundesregierung über die Frage Förderung des sozialen Wohnungsbaus, dass es die gibt, dass es dann natürlich auch einen Hessenanteil gibt, entsprechend der Regelungen. Und wir wollen auch in diesem Bereich, und das gilt dann sowohl für die soziale Mietwohnraumförderung wie auch für die soziale Eigentumsförderung, die Konditionen verbessern. Wir werden und wollen das zum 1. Juli machen. Und momentan ist vorgesehen, das sind die voraussichtlichen Summen, dass wir einen zusätzlichen Zuschuss zwischen 17.500 € für ein Effizienzhaus 55 und 37.500 € für ein Effizienzhaus 40+ in diesem Bereich anbieten. Das wird sowohl im Bereich des sozialen Wohnungsbaus, was die Mietwohnungen angeht, wie auch in der Eigentumsförderung Menschen sicherlich helfen. Also, Sie sehen, wir arbeiten genau an diesem schwierigen Themenfeld, mehr Mietwohnungen in der sozialen Wohnraumförderung, aber auch Zuschuss für diejenigen, die unterhalb bestimmter Einkommensgrenzen sind, damit sie sich ihren Traum vom Eigentum erfüllen können. Übrigens das nur als allerletzten Punkt. Der Kollege Lenders, der hat mal eine kleine Anfrage gestellt.
verdienstvolle kleine Anfrage. Der hat damals gefragt, wie ist eigentlich die Eigentümerquote in Hessen? In Hessen waren wir 2018 bei 47,5%. Das ist die höchste Eigentumsquote, die wir in Hessen jemals hatten. Und das, obwohl wir in den letzten Jahren und Jahrzehnten ja ein wachsendes Bundesland waren, mit immer mehr Menschen, die zu uns gezogen sind. Die höchste Eigentümerquote in Deutschland hat übrigens das Saarland, das eher ein schrumpfendes Land ist. Also insofern, auch an diesen Punkten können Sie sehen, manche Sachen sind nicht so einfach, wie sie auf den ersten Blick erscheinen. Und deswegen werden wir hier immer weiter an der Sache arbeiten. Und ich lade Sie dazu ein, mitzumachen. Vielen Dank. Für eine zweite Runde hat sich Herr Dr. Naas zu Wort gemeldet. Der Redebeitrag ist zurückgezogen worden. Damit haben wir die Aktuelle Stunde abgehalten. Und es wurde darum gebeten, dass Top 50, der Antrag der Fraktion der Freien Demokraten, Drucksache 20-8534, zur weiteren Beratung an den WVA überwiesen wird.